Was geht ab? Hallo und herzlich willkommen zu Petrovic Let's Plays. Und heute spielen wir weiter Until Dawn. Letztes Mal bin ich hier stehen geblieben. In dieser Pension. Wie das heißt. Ist hier. Bestimmt liegen irgendwelche Leichen. Keine Leiche drin. Nur ein Dokument. Besser als eine Leiche. Gibt's genug hier? Ist hier noch? Nein. So, jetzt. Scheiße, ist das krank! Oho! Wirklich krank! Oha, scheiße! Okay, sehen wir mal. Was war das? Da ist noch eine. Tür zum Offen. Okay. Noch ein Zettel. Bestimmt mir dieses Zettel, was ich aufgehoben habe, kann ich dann durchgehen, ja, durch die Tür. Wie läuft's? Ah, diese Kurve habe ich schon aufgehoben. Da liegt bestimmt schon lange da drin, diese Leiche. Ah, jetzt hier kann ich reingehen. Ja, mit dieser Karte. Stechkarte. Direkt mitnehmen. Ah, diese Englisch, diese Karte kann ich auch da benutzen, bei dieser Tür. Oder? Ich weiß nicht. Ich gehe mal hier. Bestimmt ist auch ein Weg. Ein Wolf. Lauf weg. Schneller. Geschafft, ey. Bestimmt der Doktor. Dieser Arzt, der uns versucht, dieser Psychiater. Ich kann es nur vermuten. Weil er sieht so aus, dass diese Umgebung sieht so aus, ob es da drin ist. Er hat auch so diese kaputte Zimmer. Ganze Bilder, was er gezeigt hat, waren auch hier. Diese eine habe ich gefunden, diese Haus. Okay,
Wo ist eigentlich unser Machete? Hat er die wieder liegen gelassen? Ich guck mal erst. Ah, das ist diese Tür. Ah, wir sind schon bei dem Eingang wieder. Ja. Genau, habe ich an diese Tür gedacht. Wow. Ah, Scheiße. Ah, besser so. Ja, ganz wahr. Ey, wenn ich ihm geschlagen hätte, bestimmt der hätte mich gar nicht gelöst. Zum Glück habe ich nicht geschafft. Ui, der steht auf. Eine Jacke. Kannst du anziehen. Ja. Dann siehst du fast wie die Tüte aus. Oh, eine Waffe. Ja, schlau. Jetzt habe ich einen Revolver. Sehr schön. Zigarren. Genauso wie in der Mine. Diese eine, was wir gefunden haben. Ja. Genauso eine. Also, das war derselbe Typ. Was gibt's hier? Gehe ich mal da, hat was geleuchtet in diese Kiste. Na ja, komm. Ja. Diese Kiste. Ich vergesse immer, das loszulassen, R2. Vielleicht kann ich so ja die Wölfe besänftigen. Knochen. Muss ich den Wolf geben oder? Ich guck mal. Steht keiner. Ah, muss ich nicht hier gucken. Hier. Ja, wir sind ganz tapfer. Ich versuche mal den Wolf diese Knochen zu geben. Ja, sehr gut. Ja. Ja, hoffentlich greift er mich nicht an. Ganz brav. Ruhig. So ist es brav. Sehr schön. Kleiner? Gefällt dir das? Ja? Streicheln, halt mag doch jeder was. Netter Wolf. Ja. Kann ich nochmal streichen? Oh, guter Junge, ja. Wer ja, spielt noch mit dem? Nochmal. Ja, noch ein guter Junge, ja.
Okay, gehen wir weiter. Ich mag Wolfen, deswegen. Da läuft etwas. Geh ich mal rein. Was für ein Freak. Was ist das? Ein Kugel umsonst verschwindet. Naja, das ist ein Horrorfilm. Ich guck mal, was hier liegt. Nichts. Gibt's nichts. Was? Irgendwelche Hinweise? Ja, da liegt was. Ein Bild. Der Männer. Vielleicht kommt es noch. Voll dunkel, da kein Durchgang. Vielleicht hier. Ja, hier ist ein Durchgang. Dann muss wohl nach unten. Ins Keller wieder. Alle schlimme Sachen passieren im Keller. Wölfe waren so lieb und ich habe Angst von denen gehabt. Ich dachte, die fressen mich auf. Aber nein, die waren so nett. Die haben mich nicht mal angegriffen. Zum Glück habe ich den nicht geschlagen. Vielleicht könnte was anderes passieren. Hier ist nichts. Muss ich wohl in ein dunkles Loch da gehen. Gehen wir erstmal nach links. Ja, da ist irgendwas. Gibt es einen Hinweis? Natürlich, so. Muss ich wieder schießen? Okay. Der ist so verballert. Oh, Feuer. Schlechte Idee. Warum gehst du rein, wenn du das kriegst? Toll. Sehr gut gemacht. Der hat alles zugesperrt. Hey, es ist verschlossen. Ja. Scheiße, wer war das? Mann, hier läuft ein echt uncooler Streifen ab heute Nacht. So, liebe Freunde, und ich mache jetzt mal wieder Pause und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.